Die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, die hat Jeremias Gotthelf aufgeschrieben. Vor etwa 200 Jahren. Und ich lade euch jetzt ein, mit mir einzutauchen in die Welt des Gotthelf dann zumal. Kommt mit, wir gehen zusammen auf Summiswald im Emmittal. Wir gehen dort auf einen schönen, neuen Bauernhof. Die Familie, die dort wohnt, hat heute, es ist Ufert, und alles steht in wunderschönem Blust, hat heute ihr erstes Kind, ein Bübel, zur Taufe gebracht. In der Kirche ist alles gut gegangen und man hat jetzt auch schon viel und gut gegessen. Und man hat beschlossen, bevor man jetzt noch den Braten auftische, weil man sich noch ein bisschen Bein verschalpen. Und so ist die ganze Taufgesellschaft rausgegangen und hat sich dort unter eine schön blühende Linde gesetzt. Da sagt eine der Frauen, also der neue Hof, der gefällt ihr ausnehmend wohl. Aber sie will jetzt gleich fragen, was es denn da mit dem grusigen schwarzen Pfosten auf sich hat. Das steht im ganzen Haus überall. Man merkt, dass der Grossvater etwas zu sagen hat dazu. Aber er will nicht recht rausrücken mit der Sprache. Und es braucht noch Menge Schneckentanz, bis er dir endlich sagt, also gut. Aber es wäre mir lieber, dass das, was ich euch erzähle, unter uns bleiben würde. So etwas scheuchen viele Leute an einem Haus. Ja, Grossvater, aber erzähl jetzt. Man weiss, dass da, wo heute das Spital steht, schon vor 600 Jahren ein Schloss gestanden ist. Und gleichzeitig ist auch hier schon ein Haus gestanden. Und der Hof hier hat wie alle Höfe ringsum eben zum Schloss aufgehört und zum Vogt, der dort oben gewohnt hat. Die Bauern mussten oben dem Vogt Bodenzeise zahlen und Frondienste leisten und den Zehnt abgeben. Auf dem Schloss oben hatte es immer verschiedene Vögte. Einer der schlimmsten war der Hans von Stoffen aus dem Schwabenland. Und unter ihm hat sich das zugetragen, was ihr jetzt von mir wissen wollt. Dem Hans von Stoffen ist es nämlich in den Sinn gekommen, dass er gerne dort oben auf dem Bärhegen Hobu ein neues Schloss hat. Und so hat der Bauer herzitiert und gesagt, sie müssen das Schloss dort oben bauen. Ja, nein, er hat nicht danach gefragt, ob vielleicht gerade wer säet oder heuet oder Ernte nachher gsi. Wer? Nein, nein, das Schloss musste gebaut werden. Die Bauern haben dann angefangen und haben geschuftet und geschafft. Und irgendwann ist es dann fertig geworden, das Schloss auf Bärhegenhobel oben. Ja, sie haben sich den Schweiß von der Stirn geputzt. Und ich dachte, ja gut, immerhin sie gibt es noch einen Teil vom Sommer vorne. Und wenn ich jetzt ein bisschen pressiere, dann gibt es gleich noch eine gute Ernte. Aber kaum haben sie den Pflug in den Boden hineingefahren, ist die Meldung vom neuen Schloss oben gekommen. Sie müssen heute Abend zum Vogt raufkommen. Er hat ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Die Bauern hatten ein bisschen Angst vor diesem Treffen. Die Bauern sind also am Abend auf das Schloss raufgegangen. Und dort sind sie reingekommen, in den grossen Rittersaal. Und dort sind sie gehockt an einem langen Eichentisch. Links und rechts die schwarz-braunen Ritter und hinter ihnen wilde Hünge. Und zu oberstem Tisch ist er gehockt, der Hans von Stoffen. Ein wilder, mächtiger Mann, mit Augen wie Pflugsräder und einem Bart wie ein Löwenmähne. Und mit einer Stimme, die tönt hat wie aus einer 100-jährigen Eiche, hat er zu den Bauern gesagt, mein Schloss ist fertig, aber noch eines fehlt. Es hat keinen Schattengang. Innerhalb eines Monats sollt ihr mir eine Pflanze. Ihr sollt 100 ausgewachsene Buchen nehmen mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir da pflanzen auf Bärhegen. Und wenn auch nur ein einziger Buche fehlt, noch büßet ihr mir das mit Gut und Blut. Die Bauern waren schön eingeschüchtert. Einer hat es zwar noch gewagt, etwas zu sagen, von wegen notwendiger Arbeit
von Frau und Kind. Und man hat den Hunger im Winter. Aber der Vogt hat einmal mehr keine Gnade gekannt. Wenn in Monatsfrist nicht alle Hunde Bauch oben stehen, dann lasse ich euch peitschen. Und Weiber und Kinder werfen den Hunden vor. Die Hunde haben angefangen zu kläffen. Die Bauern haben Katze buckelt und haben sich aus dem Staub gemacht. Ja, und mit dieser Nachricht hätten sie jetzt heim sollen zu ihren Frauen, die Bauern. Keiner hat richtig heim wollen. Und so haben sie sich unterhalb vom Schloss an den Wegesrand gesetzt und haben angefangen zu jammern und angefangen zu rennen. Da ist plötzlich, sie haben nicht gewusst, woher, lang und durch ein grüner Jäger vorne gestanden. Auf seinem Hut ist eine rote Feder geschwankt und in seinem Gesicht ist ein rotes Bärtchen aufgeflammt. Was gibt's dir, Leute, dass ihr da hockt und rennt? Hat er sie gefragt. Ja, Bauern haben dem Jäger halt ihr Leid geklagt. Da hat der Grüne ein mitleidiges Gesicht gemacht und hat seine lange, magere Hang gegen das Schloss aufgestreckt und hat dem Vogt dort oben mal alle Schang aufgewünscht. Und nachher hat er den Bauern gesagt, er könnte ihnen im Fall helfen. Er hat ein Gespann, wie es kein anderes gäbe im Land. Und mit diesem Gespann könne er ihnen so viel Buchen auf die Bärhegen aufführen, wie sie nur wollen. Ja, hat einer von den Bauern gefragt. Und was würdest du verlangen? Da hat der Grün ein pfiffiges Gesicht gemacht. Die Federn auf dem Hut hat geschwankt und in seinem Bärtchen hat es knistert. Und seine Augen haben gefunkelt wie Schlangenaugen, als er mir gesagt hat, ich begehre nicht mehr als ein untauftes Kind. Ein untauftes Kind. Ein untauftes Kind. Die Worte sind durch die Männer durchgezuckt wie Blitze. Und sie sind aufgekumpelt und der Fuchs gesäckelt. Der Teufel hat ihnen noch grusig hinten nachgelacht. Besinnet mich! Oder suche bei einem Weiberrat! Zittrig und bleich sind die Männer heimgegangen und haben ihren Frauen dann halt erzählt, was passiert ist. Da hat man über Berg und Tal ein Wehgeschrei gehört. Hey ja, aber jede Frau war es gerade, als würde der Teufel ihr eigenes Kind begehren. Nur eine hat nicht angefangen zu schreien. Christine. Christine war eine schöne und eine stolze Frau. Die hatte keine Angst gehabt. Weder vor den Menschen, noch vor Gott, noch vor dem Teufel. Und die hat dem Mann auf einmal wüst gesagt, wieso dass sie sich dieser Welle einschüchtern vom Vogt oben, wieso dass sie sich nicht gewehrt haben. Und was sie gesehen hat, dass nach 3 Tagen noch keine einzige Buche oben auf die Bärhege gestanden ist, hat sie gesagt, das gehe jetzt nicht mehr so und man müsse die Sache jetzt anders in die Hand nehmen. Da ist plötzlich auf ihr Hang ein schwarzer Hang erschienen und eine gellende Stimme hat gerufen, ja, sie hat recht. Und unter ihnen ist mit grinsendem Gesicht der Grün gestanden. Die Bauern, eine ist mehr aufgekumpelt und davon gesäckelt. Nur Christine nicht. Der Grün hat den Bauern noch mal dreckig nachgelacht. Und dann hat er sich galant der Christine zugewendet. Sie sei eine Schöne und eine Mutige. Und das sei ihm die Liebste. Ja, und Christine hat gedacht, mit dem Grünen müssen wir doch noch reden können. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und sie hat zu ihm gesagt, ja, wieso willst du unbedingt ein untauftes Kind als Lohn? Ja, das sei er sich so gewöhnt, hat der Grün gesagt. Und von dem kommen wir jetzt also nicht ab. Ja, aber, hat Christine noch mal probiert. Bei uns kommt jetzt im nächsten Monat gerade kein Kind auf die Welt. Ja,
das mache ich nicht, hat der Grün gesagt. Es länge, wenn sie es ihm verspreche. Und so ist das hin und her gegangen, bis Christine halt dem Grünen ein untauftes Kind versprochen hat. Da hat der Grün sein Maul gegen das Gesicht der Christine gespitzt und hat ihr einen Kuss gegeben. Das ist eine Christine in die Backe gefahren, als ob jemand Feuerungseisen drauf gedrückt hat. Und es hat angefangen zu blitzen. Und im Schein der Blitze hat Christine noch am Grünen sein teuflisches Gesicht gesehen. Und er hat es angefangen zu donnern, als ob es den Himmel versprengt hat. Und der Grüne war verschwunden. Christine ist zuerst wie angewurzelt da geblieben stehen. Und dann ist sie heimgerannt. Es war ein stürmische Nacht. Man konnte meinen, als ob Geister in den schwarzen Wolken eine Hochzeit gefeiert hätten. Und am nächsten Tag hat Christine denen im Dorf erzählt, was passiert ist. Ja, sie haben jetzt mit dem Teufel geredet. Und ja, er werde ihnen jetzt helfen, die 100 Buchen auf Bärhegen aufzubringen. Ja, und er will jetzt halt mal als Lohn ein untauftes Kind. Aber es sind ja im Moment gerade Käse unterwegs. Und wenn es dann so weit sein sollte, dann müssen wir halt dann schauen. Der Teufel sei nicht der Hellste. Vielleicht können wir ihn ja auch übertöpeln. Wichtig ist jetzt einfach mal, dass die 100 Buchen dort raufkommen. Und tatsächlich, nach 30 Tagen, sind alle 100 Buchen dort auf Bärhegen oben gestanden. Schön in Reihe und Glied. Keine einzige war verdorren. Ein wunderschöner Schattengang. So für einen Vogt, dass er im Schatten auf das Schloss rauf reiten kann. Die Bauern waren erleichtert und haben auf einmal ein Fest gefeiert. Niemand kann sich vorstellen, was in dieser jungen Frau ist vor sich gegangen, die gleich darauf runter ist schwanger geworden. Je näher der Geburtstermin gerückt ist, desto mehr hat sie sich an Gott geklammert. Desto mehr hat sie gebetet. Und sie ist auch zum Priester gegangen und hat ihm erzählt von diesem Pakt mit dem Teufel. Und der Priester, übrigens sehr ein frommer und ein mutiger Mann, der hat die Sache sehr ernst genommen. Und als die Geburt losgegangen ist, er auch sofort gekommen. Er hat mit geweihtem Wasser den heiligen Bann ums Haus herumgezogen. Er hat die Türschwellen gesegnet und die ganze Stube gesegnet. Und die junge Frau hat das Kind gebären können. Und der Priester hat es auch sofort getauft. Es ist alles ruhig geblieben, auch draussen. Nur die einen haben gesagt, man habe von weitem ein wirrendes Gelächter gehört. Aber die anderen haben gesagt, nein, nein, es sei nur ein Kützchen am Waldrand. Die Leute haben gedacht, das sei jetzt noch reingegangen, jetzt haben wir den Teufel schön übertöpelt. Wo Christine war der. Auch sie hat zuerst gedacht, das sei jetzt noch reingegangen. Aber in dem Moment, wo der Priester die drei höchsten Namen über dem Kind hat ausgesprochen, ist das er Christine in die Backen hineingefahren. Es war er, wie wenn ein Wespe sein glühend Stacheleisen hineingebohrt hat. Das hat ihr wehgetan. Und es ist immer schlimmer geworden und der Schmerz hat nicht mehr nachgelassen. Und sie hat die anderen gefragt, ob man etwas gesehen auf ihrer Backe. Nein, man sehe nichts, haben die gesagt. Es sei dort nur ein schwarzer Punkt, der geht dann schon wieder weg. Ja, das hat Christine auch gerne geglaubt. Aber der Punkt auf ihrer Backe, der ist nicht weggegangen. Nein, der ist gerne grösser geworden. Und der Schmerz ist immer schlimmer geworden. Christine hat nicht mehr essen, nicht mehr trinken und nicht mehr schlafen. Und sie ist ganz wild geworden vor Schmerz. Gleich darauf ab, war wieder eine Frau schwanger. Die Leute im Dorf hatten das mal nicht so Angst. Hey, ja, man macht es einfach gleich wie das letzte Mal. Man holt dann schnell den Priester und dann soll das Kind gerade taufen. Nur Christine war wie auf Nadeln. Und je näher dass der Geburtstermin kam, desto mehr hat das sie brennt auf ihrer Backe.
Und vom Bock aus, der gerne grösser geworden ist, haben sich so 8 Beine herausgebildet. Und mit der Zeit hat es noch einen kleineren Bock gegeben. Und dort haben nachher so 2 rote, giftige Augen daraus herausgestarrt. Die Leute sind längstens vor den Christinnen davongerannt. Hey ja, eine Frau, die eine schwarze Spinne auf ihrer Backe wächst. Wäh! Verrückt war es, dass niemand Mitleid mit der Christine. Nein, von innen hat schliesslich niemand dem Teufel einen Sund auf das Kind versprochen. Christine hat unterdessen noch mehr Schmerzen bekommen. Jedes Spinnenbein war wie ein Höllenbrand und die Spinnen wie die Hölle selber. Und als die Geburt losging, war es eine Christine, als umgäbe es ein Feuermeer. Als würde ein feuriger Messer in ihrem Körper wühlen. Als würde ein feuriger Wirbelwind durch ihr Hirn durchfahren. Und in ihrem furchtbaren Schmerz hat sie sich vor die Füße des Priesters geworfen, der gerade auf dem Weg war zu der Gebärenden. Zum Glück hat der Priester genug Kraft gehabt und hat die Christine auf die Seite geworfen und ist ganz schnell zum Haus der Gebärenden. Er hat dort mit Weihwasser den heiligen Bann um das Haus herumgezogen. Er hat die Schwelle gesegnet und die Stube gesegnet. Und auch diese Frau hat das Kind in Ruhe gebären. In dem Moment, als der Priester aber getauft hat, hat ein riesen Sturm angefangen und Blitze haben das Haus umzüngelt. Aber es ist nichts passiert. Und Christine, die unterdessen schon zum Haus kam, wollte rein, aber sie konnte nicht. Sie ist machtlos drumherum gestrichen. Und ihre Schmerzen sind immer schlimmer und immer wilder geworden. So schlimm, dass sie ganz laut anfangen zu schreien. So laut, dass die Tiere in den Stall anfangen zu schlottern und die Eichen im Wald entsetzt anfangen zu rauschen. Und ihrem Schmerz hat das sie an den Boden geworfen. Und der Bock auf ihrer Backe ist immer grösser geworden, immer grösser und schließlich ist ein Platz. Und langbeinig und giftstrotzend sind zahlreiche schwarze Spinnen aus ihrer Backe rausgekommen. Gang mehr, gang mehr, gang mehr. Sie sind aus der Nacht raus verschwunden. Und dann hat der Schmerz nachgelaufen ihrer Backe. Der auf der Backe. Aber nicht der im Herzen. Nein. Wenn der Teufel einmal hat, dann macht er sie so. Drinnen im Haus haben die Leute zuerst gejubelt. Sie haben gedacht, auch das Mal haben sie den Teufel reingelegt. Bis sie das Mögen der Tiere in den Ställen gehört haben. Über Berg und Tal hat man die Tiere gehört schreien und mögen. Und noch bevor es morgen war, waren sämtliche Tiere in den Ställen tot. Und überall hat es nur so gewimmelt von schwarzen Spinnen. Sie sind über die Tiere gekrabbelt, über das Futter, über die Pflanzen. Und was sie berührt haben, ist vergiftet worden. Und was noch lebendig war, ist gleich darauf aber unter furchtbaren Schmerzen gestorben. Furchtbar. Und zu allem Elend zu suchen, hat auch noch der von Stoffel noch verlauten, er will dort keinen Schaden leiden. Und wenn sie dann den Zeis nicht rechtzeitig zahlen, dann müssen sie das 1000-fach büssen. Den meisten war jetzt schon klar, dass diese Plage eine Plage war vom Bösen. Und sie haben jetzt nicht mehr gelacht über den Grün. Nein, jetzt haben sie wieder zittert vor ihm. Ja, wohl oder übel, haben die Leute jetzt halt beschlossen, man will das nächste Kind opfern. Das heisst, sie haben einfach gesagt, sie machen dann nichts. Sie gehen dann nicht sofort den Priester holen, sodass Christine dann genug Zeit hat, um das Kind zu holen. Ja, und so kann man sich gut vorstellen, dass die nächste junge Frau, die schwanger geworden ist, nicht mehr viel Beistand hatte. Ihre Schwiegermutter hatte sie noch. Und sie hat einfach ganz viel gebetet. Und gefastet hat sie. Aber als die Geburt losging, waren alle auf dem Feld draussen. Ausser Christine.
die ist um das Haus herumgelauert und hat gewartet. Und als sie den ersten Schrei vom Neugeborenen gehört hat, ist sie wie eine Furie in das Haus hineingegangen, hat sich wie ein Tiger auf einen Raub auf das Kind gestürzt, hat seiner Mutter aus den Armen geschrissen und hat sich aus dem Staub gemacht. Die junge Mutter hat aufgeschrauen und ist dann in Ohnmacht gegangen. Zacken und Grauen hat die Männer verrutscht, wo sie dort draussen auf dem Feld, dort am Waldrand, eine wilde Gestalt gesehen rennen mit einem Kind im Arm. Aber keiner hat den Mut gehabt, dem Treiben ein Ende zu setzen. Die Angst vor dem Teufel war grösser als die Angst vor Gott. Nur einer hat es dann doch durchgeschüttelt. Der Hans, der Vater des Neugeborenen. Und er ist schnurstracks zum Priester gerannt. Der Priester hat sich auch sofort parat gemacht und wollte schauen, ob da noch etwas zu retten ist. Aber da hat ihm der Sigrist gesagt, ob sie ihm eigentlich noch gehen, ob er nicht sehe, was sich dort für ein Unwetter zusammenbraue. Und tatsächlich, in diesem Moment, ist ein Blitz durch die Stube durchgeflammt. Und ein Donner ist losgerollt, dass es jeden Pfosten im Haus erzittert hat. Ein solches Gewitter hat es noch nie gegeben im Emmental. Blitz um Blitz hat sie die Erde hineingeschlagen. Und der Donner hat Hass erfüllt und ununterbrochen gerollt. Der Wind war mächtig. Und ganze Wasserfluten sind vom Himmel oben runtergekommen. Aber der Priester hat sich nicht beirren von einem wunderbaren Drang getrieben und auf den Flügel vom Gebet hat er sich durch einen Sturm durchgekämpft. Und dort am Ende vom Dorf hat er am Waldrand unter eine rote Feder aufschimmern. Und von der anderen Seite ist eine wilde Gestalt mit einem Kind im Arm zu fliegen. Da hat der Priester gewusst, was geschlagen hat. Mutig wie ein Held zur Schlacht hat er sich zwischen die beiden gestürzt, gerade in dem Moment, wo Christine am Grünen wollte das Kind übergeben. Er hat die drei höchsten Namen zwischen die beiden geschmettert. Am Grünen hat er noch das Kreuz ins Gesicht gehabt, sodass er mit einem lauten Knall in den Boden hineingefahren ist. Und Christine ist zusammengeschrumpft und zusammengeschrumpft und zusammengeschrumpft und ist in die Spinnele ihrer Backen hineingezischt. Ui, nein. Und er hat sich die Spinnen aufgemacht zum Gesicht des Neugeborenen. Aber der Priester, mutig wie er war, hat die Spinnen gepackt. Das ist ihm durch den Arm durchgefahren bis ins Herz hinein. Aber er hat es geschafft, die Boden abzuschmeißen. Und dann hat er das Neugeborene genommen und hat seine Mutter zurückgebracht. Und er hat es gerade noch geschafft bis heim. Er konnte daheim noch die heiligen Geräte versorgen. Und er ist auch er gestorben. Ab dann hatten die Leute gar keine Ruhe mehr gehabt. Die Spinnele war manchmal nie mehr. Und manchmal ist sie vom Boden unten aufgetaucht. Manchmal ist sie von der Dilli oben runtergekommen. Und manchmal ist sie so durch das Gras durchgekrabbelt. Und wo sie hergekommen ist, hat sie den Tod gebracht. Und sie hat niemandem verschont. Weder das Kind in der Wiege oder alt auf dem Sterbebett. Ja, und auch im Vonstoffeln auf der Burg oben, wo all seine Ritter hat Spinnele den Tod gebracht. Nur ein Haus hat Spinnele bisher verschont gehabt. Das Haus, wo Christine vorher das Kind daraus geraubt hatte. Die Mutter, die junge Mutter und ihre Schwiegermutter hatten treu über einen Bübli gewacht. Und sie haben ganz viel gebetet und gefastet. Und sie hatten furchtbar Angst vor der Spinnele. Aber es hat die junge Frau gedacht, man müsse doch das Böse bannen können. Sie hat eben schon früher von weisen Männern gehört hatte, die alle heilige böse Geister in Löcher im Felsen oder im Holz innen verbannt hatten und nachher alle mit einem Zapfen zugeschlagen
Und so hat auch die junge Frau in den Fensterpfosten ein Loch hineingebohrt. Sie hat einen Hammer zweckgelegt. Und einen Zapfen. Für wenn die Spinne dann kommt. Und dann haben sie gewartet. Und gewartet und gewartet und gewartet. Und einmal in der Nacht ist sie dann gekommen, die Spinne. Die Mutter ist gerade kurz eingenickt. Dann hat sie die Augen aufgetan, hat die Spinne gesehen, hat noch kurz an Gott gedacht und dann hat sie sie gepackt. Da ist sie durch den Arm durchgefahren, bis ins Herz hinein. Aber Mutterliebe und Gott haben Kraft gegeben, um die Spinne da in das Loch hineinzutun, den Zapfen zuzutun, draufzuschlagen. Da hat es angefangen zu sausen und brausen, das Haus hat angefangen zu wanken. Aber die Spinne war gefangen und der Zapfen war festgeschlagen. Die Mutter hat noch kurz Gott gedankt. Du warst froh, dass ihr Kind gerettet ist. Und er ist auch sie gestorben. Und trotzdem, Ruhe und Frieden sind ins Tal zurückgekehrt. Die Spinne hat man nicht mehr gesehen. Die war in diesem Pfosten drinnen. Und da ist sie drinnen. Bis auf den heutigen Tag. Und diese Geschichte hat sich jetzt bei uns vom Vater auf den Sohn vererbt. Und jedes Mal, wenn man hier an dieser Stelle ein neues Bauernhaus gebaut hat, dann hat man den alten Pfosten aus dem alten genommen und ins neue wieder eingebaut. Aber nein, ihr müsst keine Angst haben vor dieser Spinne. Die ist da drin und die bleibt da drin. Und solange man da aussen Gott nicht vergisst, dann bleibt das auch so. Aber jetzt ist sicher der Braten fertig. Kommt, wir wollen rein essen. Kommt, esset und trinket und lasst euch gut gehen.